Willkommen zurück zu meinem Let's Play White Day an Labyrinth Namen School. Oh Mann, warum so ein langer Text? Kann man nicht einfach nur White Day sagen? Okay, wir werden uns bestimmt als nächstes auf dem wunderbaren Hausmeister treffen. Der freut sich schon auf uns. Die sind alle zu. Nicht nur Schlüssel können Verschlossenes öffnen. Verwende eine Marke desselben Elements, um eine Barriere zu brechen. Okay. Mach mal wieder zu hinter mir, ja, weil... Sieh dich stets nach Hinweisen um. Im Briefkasten der Hausmeister könntest du zum Beispiel unerwartete Informationen finden. Und wo soll ich jetzt wissen, ob... Wie weit hoch kann ich denn noch gehen? Aha. Lese. Liebesbrief. Liebesbrief. Verfasst von einer Schülerin. Ja, ich würde das jetzt halt gerne mal öffnen oder so. Weißt du, so genau untersuchen oder so. Dann halt nett. Meinst du, der Hausmeister ist auch hier unterwegs? Kann man die Fenster nicht öffnen? Dokumente. Viertens. In den Schrank gesperrte Frau. T. Honchi musste schon wieder nachsitzen. Er sollte einen Aufsatz schreiben, in dem er sich dafür entschuldigte, dass er am Nachmittag jemand verprügelt hatte. T. Honchis Problem mit dieser Geschichte war jedoch, dass er als einziger bestraft wurde. Er vermutete, dass der Junge, mit dem er sich geprügelt hatte, aus einer reichen Familie stammte. T. Honchi wusste, dass der Koordinator der Einrichtung korrupt genug war, um Bestechungen zu nehmen. Mein Pech, dachte er sich. Mein Arm war so müde von all dem Schreiben, dass er sich anfühlte, als würde er gleich abfallen. Zudem litt er noch unter den Nachwirkungen des Kampfes. Der andere Schüler konnte sich in einem fairen Kampf nicht mit T-Honschin messen, also hat er ihn mit einem Besen attackiert. Just in dem Moment, als der... Genau. Warum sagt man nicht einfach genau in diesem Moment, als Tehonchi den Besen aus der Hand aus den anderen gerungen hatte, war der Koordinator aufgetaucht. Also musste Tehonchi noch mehr Prügel einstecken. Daran zu denken, machte ihn wütend. Er versuchte sich zu beruhigen und beschloss, den Jungen zu verprügeln, sobald er ihn das nächste Mal sah. Plötzlich hörte er ein Geräusch aus dem Schrank hinter ihm. Es klang, als wäre eine Maus darin gefangen. Da das Gebäude sehr alt war, war das keine Seltenheit. Er versuchte es zu ignorieren und seinen Aufsatz zu schreiben, doch das Geräusch hielt an. Genervt riss Tehonchi die Schranktür auf, was er dort fand, war keine Maus. Es gab Gerüchte, Leute hätten den Kopf eines Mädchens aus diesem Schrank fliegen sehen. Zudem hieß es, es wäre die zerquetschten und verunstalteten Körper männlicher Schüler in dem Schrank aufgefunden worden. Die Schüler versuchten...
die Gerüchte zu stoppen, doch es war aussichtslos. Die Legende nach diente diese Schule einst als Internationslager für politische Häftlinge während der Besatzung. Viele wurden hier zu Tode gefoltert, als Verräter gebrandmarkt, und unter diesen anderen Seelen befand sich auch eine Frau, die anstelle ihres Ehemanns verhaftet worden war, nachdem dieser durch Flucht seinem Wehrdienst entgangen war. Sie wurde brutal gefoltert, um das Aufenthaltsort ihres Mannes herauszufinden. Doch sie schwieg beharrlich. Schließlich wurde sie in einem Schrank gesperrt, in dem sie weder liegen noch sitzen konnte. Sie starb langsam und unter Schmerz. Nach Ende des Krieges wurde ihre Leiche geborgen. Das heißt, man konnte sie kaum in einen Sarg zwängen, da Hals und Gelenke in seltenen Winkel versteift waren. Die Schüler glauben, dass ihr Geist noch immer hier umher wandert. Das heißt, man kann das nachts den Schrank öffnen, steckt sich in Kura Hals auf, der Suche nach ihrem nächsten Opfer hervor. Aha. Das glaubt wer? Ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Oh, du mit deinem Licht immer. Beruhigungspillen. Beruhigungspillen beruhigt bei der Einnahme die Nerven. Wofür brauche ich denn das schon wieder? Hey, das sind zwei Handabdrücke. Ich meine, das ist gar nicht gruselig oder so. Und jetzt sagt er gleich wieder, ich sehe nichts, ich brauche Licht. Ist dieses Licht hier auch für den Raum daneben? Ja. Könnte ich auch mal was Gutes finden darin? Blutiger Arbeitsbuch. Blutiges Arbeitsbuch. Ein Mathematik-Arbeitsbuch mit Blutspuren. Hallo? Hallo? Was für ein seltsamer Baum. Kann man sich hinter dem verstecken vielleicht? Okay, da ist auch nix. Hallo? Hallo? Da liegt was. Schulmünze. Eine Spezialmünze der Schule. Du kannst sie im Schulkiosk oder am Automaten benutzen. Aha. Da steht ein Schloss dran. Das ist ihr Klassenzimmer. Ja, das ist schön, aber es ist verschlossen. Das ist auch verschlossen. Musik, hör auf, so blöd rumzuspinnen, ey. Ja, ja.
Was soll ich jetzt hier machen? Ein Lutscher, was hat das zu bedeuten? SY, steht das für so jung? Wo soll ich das wissen? Ah. Hallo? Was mache ich denn damit? Hallo? Jemand da? Ja, diese komische Pflanze ist wieder da. Das ist verschlossen. Lass mich raten. Hier ist auch verschlossen. Oder da komme ich einfach nicht rein. Da ist verschlossen. Da ist ein... Moment mal, wo bin ich jetzt hier? Guck. Jemand was im Waschbecken hinterlassen? Nein, nichts für mich. Hallo? Hallo? Eine Schulmünze. Warum hast du die Münze nicht eingesammelt? War eine Einbildung. Mhm. Okay. Gut, die Schulmünze haben wir verkackt. Wer hat ja die Tür aus den Angeln gerissen, ey? Hier ist auch nichts. Notiz aus dem Briefkasten des Hausmeisters. Hören Sie, Herr Sohn, ich habe die Tür zur Lobby im ersten Stock vorübergehend verschlossen, da sich einige Kinder in den abgesperrten Gang zum Hörsaal geschlichen haben. Sollten Sie den Schlüssel brauchen, finden Sie im Schlüsselkasten am Hauptbüro. Den Zugangscode habe ich unserem Werkzeugkasten verstaut. Aha, und wie kriege ich die ganzen Zeugs auf? Da liegt noch was. Eine Schulmünze. Ja. Anzahl 2. Okay. Also hier konnte man ja nichts machen. Dann rennen wir mal ein bisschen.
Vielleicht kommt daraus was um die Ecke. Hallo. Hallo Wecker, na was geht? Alles klar? Danke fürs Erschrecken. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.